nachholen? Schön, nicht atmen, schön atmen zu müssen? Ja. Weißt du, was auch noch schöner ist? Na. Ein Puls. Geil. Und eine Seele. Geil. Und eine Persönlichkeit. Die hab ich auch. Weißt du, was das Schlimme ist? Na. Jedes Mal, wenn du argumentierst, bewegt sich Claptrap passend dazu. Das ist schlimm. Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands, das Pre-Sequel. Ich bin Chesedrin of Vive und den haben wir letztes Mal ernsthaft übersehen. Wir haben ihn zwar überfahren, aber... Du hast dich jetzt neulich erwiesen und ja. Deine Initiation ist fast abgeschlossen. Ich schicke die Position eines anderen Eingangs auf dein Echo. In dieser Situation ziehe ich es vor, durch diese Tür dort einzutreten. Ich habe an der Steuerung rumgefummelt. Schon, da hat sich was drin verklemmt. Die Tür geht also gerade nicht. Aber du kannst durch die Seitentür rein. Sag ihnen einfach das Passwort. Es lautet Arm. Ich warte hier. Ein edler, aber gefährlicher Roboter. Allein geheilt soll, verzweifelt in seinem Wunsch nach Liebe. Darf man ihn töten? Ich glaube, er leidet gut genug. Unter sich selber? Ja. Der Fluch der Claptraps. Ja, die Reihe hat schon so seine Macken. Aber ich mag diesen Seiteneingang, der ist geil. Knacks. So sprengt man Rax. Okay. Möchtegern-Gang-Mitglied, ich hoffe, du kennst das Passwort. Ja, das ist das Passwort. Du kannst rein. Moment, wo ist der blöde Schalter? Hier. Damit kommst du zu dem geheimen Eingang. Und willkommen bei der Gang. Das war einfach. Bei dem Passwort hat Briggs geholfen. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass Brick da geholfen hat. Geronimo! Schwungpad! Was ist hier los, Red? Weiß nicht, Betty. Sag du's mir. Das ist kein neuer... Fuck you! So viel ist klar. Genau mein Gedanke. Ich schätze, da bleibt nur eines. Den Tee zu kochen. Ja. Yeah. Das auch. Nein, ihn in Stücke reißen. Das meine ich ja. Du bist schräg. Auf ihn, Jungs. Scheiß Rack. Vieh. Britzel. Ein Zubat. Ein Zubat. Der wird nie alt. Nö, definitiv nö. Paff! Oh Gott! Was hab ich mit dem Kerl gemacht? Schätze mal, du hast ihn in die ewigen Jagdgründe geschickt. Unter anderem. Und dann in einen suborbitalen Orbit. Ich hoffe, du musst nicht zielen. Och, ich hab meinen Wolf. Der übernimmt das. Klick, Motherfuckers! Geh fliegen, Arschloch! Ein Skin? Noch ein Skin? Jupp! Willst du deinen Skin nicht? Ich hab einen. Also ich hab schon letztes Mal welche gehabt. Ich hab die letzten Male die abgegriffen. Na, wer nicht will? Hui! Wenn du an Mord denkst, dann denk an Luft. Luft. Weißt du, was schön ist? Atmen. Bezweifle ich. Selbst Nina meint, Atmen ist toll. Das ist schön, dass sie das meint. Oder wolle widersprechen, Nina? Glory to Astotzka. Irgendwas mit Gardevoir. Genau. Crisis Scar. Crisis! Crisis! Holy shit, wo kommen wir denn jetzt hin? Hier gibt's auf jeden Fall auch noch was zu tun. Ah, du hast doch gar nichts gesehen. Uiuiui. Uiuiui, Tiffy. Ach, ihr schon wieder. W
weggekieselt. Ah, Gott! Nie Pilze hauen! Nie Pilze hauen! Ich habe einen neuen Gegenstand im Inventar. Whatever! Hä? Mein Steam gerade bei mir. Erzähl mir nicht, so haben wir nicht die Karten reingepatcht. Oh oh. Oh. Oh, geil! Nochmal! Nochmal! Lass den Blödsinn! Wenn du ein Problem mit Hyperion hast, fein! Aber es gibt unschuldige Menschen auf Alpes, du Arschloch! Ja, die gibt's. Okay, die Alte spinnt total. Du musst dich beeilen. Wir müssen auf die Helios und das Auge zurückerobern. Aber dazu musst du erst das Signal in Crisis Car finden und abschalten. Es ist immer wieder verstörend, Moment, zu merken, dass Shaq in seinen jungen Jahren menschenwichtig war. Hat er sich gerade um andere Leute geschert? Ja! Ach du Unschuldige Scheiße! Unschuldige Menschen! Das kenne ich gar nicht von ihm! Heieieiei. Kein Wunder, dass von hier ein Störsignal kommt. Das schreit geradezu danach. Wir sind alle gestört hier. Ob's wohl möglich ist, rückwärts zu denken. Was? Nickens uns, was? Hör mal, ich hätte einen Job für dich, wenn du willst. Der leere Billabong. Peapod braucht deine Hilfe, um einen verschollenen Freund zu finden. Tja, ja, die müssen wir machen. Mensch auf der ganzen Welt ist verschwunden. Du müsstest mir helfen, ihn zu suchen. Ich glaube, es war ein Er. Außer es war eine Sie. Nein, ganz bestimmt ein Er. Ich komme aber nicht auf den Namen. Ich habe sie den lustigen Wandersmann genannt. Er war immer so ein heiterer Kerl. Hatte für jeden ein Lächeln und einen Song. Er war ein furchtbarer Sänger. Wir haben die Ohren geblutet. Sie ist immer auf dem Mond rumgezogen und wenn sie wiederkam, hat sie von irgendwelchem verrückten Zeug geschwärmt. Ich weiß nicht, wo er zuletzt gesehen wurde. Wenn du sie suchen könntest, er schuldet mir einen Drink. Dein Ernst? Ja. Was ist los mit dir? Er hockt auf dem Mond, angelt und trinkt Bier. Durch eine Maske. Und ab und zu kippt er sich das Ding, je nachdem, ob er dich anguckt, in den Kopf. Der Typ spinnt. Ach nee. Bist du da allein drauf gekommen? Ja. Von ey, aber stolz für dich. Willst du einen Fleißpunkt? Ah, da ist sie ja. Sieht aus, als würde er schlafen. Meinst du, er schläft? Nein. Nein. Nachricht hinterlassen hat. Durchsuche ihre Taschen. Ey, ich find das so geil bei dir immer. Nein. Ich finde dieses Lagerfeuer hier geil. Geh mal weg, blödes Vieh. Dieses erfrorene etwas hier. Das ist nicht erfroren, das ist eine Luftblase. Wow. Was ist ja die Technik für eine Luftblase? Sie hat ein Echo hinterlassen. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr über diese traurige Geschichte. Ah! Oh, was habe ich alles gesehen? Ich bin umhergezogen bis zur Virago-Wüste. Ich habe ein riesiges Wasserloch gesehen, aus dem ein hellviolettes Licht herausschoss. Und ich habe die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes gehört, die aus seinen Tiefen hervordrangen. Ich kampierte dort und sang und sah zu, wie mein Teewasser kochte. Da sprang ein Schafsbock hervor. Ich schnappte ihn freudig und steckte ihn in meinen Proviantbeutel. Aber dann kehrte ich aus den fernen Landen zurück und habe ihn verloren. Nicht weit von hier. Verdammte Kragans griffen mich an. Such ihn, Peapod. Dann weißt du, dass ich die Wahrheit spreche. Sieh auf dein Echo. Ich bin am Ende. Ich schätze, ich sterbe jetzt. Jetzt ist er nicht mehr so lustig, was? Hört sich an, als hätte er einen Mondstich, der arme Sack. Er wusste nicht mehr, was er redet. Er hat beim tagelangen Rumirren den Verstand verloren. Ich habe noch nie von einem hellvioletten Wasserloch gehört. Und erst recht nichts von einem Schafsbock. Traurig, dass er so endet, wo er mir doch einen Drink schuldet. Ich schätze, sie kommt drüber weg. Ich frag mich, wo der Proviantbeutel steckt. Schau dich mal um, ob du ihn siehst. Schafsbock, der arme Irre.
Er hätte niemals bis zur Morago-Wüste gehen sollen. Von da kommt keiner zurück, ohne dass ihm ein paar Scheiben Brot im Toaster fehlen. Würde ich nie hingehen. Was ist hier los? Für was für der Typ hat richtig einen an der Waffel. Für was für verkorkste Typen arbeiten wir hier? Fragte mich der durchgeknallte Roboter mit Identitätskrise. Da ist er! Das ist der Brojantbeutel! Oh oh! Cheese, cheese! Töte die Krakens! Du sollst schießen, nicht tanzen! Ich fliege! Das ist, das ist sowas ähnliches. Boom! Okay. Alter. Massaker. Das ist eine Menge von den Biestern. Aber die geben eine Menge Erfahrung. Das stimmt sogar. Holy shit! Achso. Die Pumpgun wird. So, was haben wir hier? Ja. Jetzt die Tasche wieder zurückbringen. Beinhaltet hier irgendwie lebend rauszukommen. Auch da kommst du lebend raus. Die Musik hier ist auch nice. Der tanzt schon wieder. Du hast sogar gesagt, fang jetzt bloß nicht an zu tanzen. Ich komme nicht auf das kleine Vieh klar. Dass wir schon so früh so viele Gegner haben, die Elementarresistenzen haben. Hm. Ist eigentlich in Borderlands 2 auch relativ früh. Ja, okay, ab Frostburn Canyon. Wer bist du? Egal. Das hier habe ich gerade gefunden. Ernsthaft? Mein liebster Mensch auf der ganzen Welt hat ihn mir geschickt. Es ist ihr Proviantbeutel. Sie sagt, da ist ein Schafsbock drin. Sowas gibt's doch gar nicht. Oh! Oh! Das ist ein Schafsbock! Es gibt sie wirklich! Ich glaube, der hält mich für seine Mutter. Der Idiot! Ich sehe ihm kein bisschen ähnlich. Das bedeutet, dass es irgendwo da draußen auch tatsächlich ein Wasserloch gibt. Ein riesiges Wasserloch, aus dem ein hellviolettes Licht hervorschießt und aus dessen Tiefen die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes dringen. Nee. Aber danke für die Hilfe. Kein Ding, Digga. Lila Lichter fangen an, ganz vernünftig zu klingen, findest du nicht? Aha. Außer, es gibt ein riesiges violettes Wasserloch, aus dem Licht schießt. Meinst du, der Kleine will was trinken? Ihr habt doch alle einen an der Waffel. Ich hätte gerne mein Haustier. Wofür hast du dich entschieden? Wie entschieden? Vielleicht das hier. Hat er einen an der Waffel oder hat er einen an der Waffel? Ja, da definitiv einen an der Waffel, aber ich möchte auch mal wieder eine Laserwaffe nehmen, deswegen wechsle ich einfach mal. Ja, doch, Lasercool. Piu, piu, piu. Gut, kümmern wir uns jetzt um das Störsignal. Also ich glaube, der Typ war gerade gestört genug. Ja, doch. To the moon. Das ist eine Waffenkiste. Ich weiß. Yes. Und blub. Da oben ist auch eine. Ah, was haben wir denn hier? Oskids. Alle schlecht. Aber den hier nehme ich mal mit. Jupp. Na, ja, schade. Blub. Räche mich. An wem? Am Schafsbock. Am Schafsbock. Wieso am Schafsbock? Flachkörper machen. Ja. Sollen wir überhaupt... Gute Moon. Ja, ja.
müsste wissen, wo ich hin muss. Scheiße! Im Prinzip, von da, wo wir angefangen haben, müsstest du nach rechts. Dann hast du eine sichere Passage. Nach rechts. Also im Prinzip musst du auf... ja, doch. Wo ist er denn? Oh Gott, Kyro-Scheiß! Kalt! Okay, du kommst am besten mal zu mir. Ja, ich bin gerade auch gestorben. Wieso würde es mich eigentlich nicht mal wundern, wenn wir irgendwann eine Waffe kriegen, die explosive Laser feuert? Das würde mich nicht mal mehr wundern. Ja, ich bin da. Meinst du eine Mr. Tor Corporation? So in der Art. Ja, okay, von hier macht Sinn. Aber es ist richtig schön, so Jump'n'Run-mäßig Zeug erkunden. Ja, also man muss hier echt ein bisschen gucken. Vor allem hast du da auch Möglichkeiten, dich da durchzumogeln wie Sau. Die ganzen Optionen sind halt einfach größer. Aber das finde ich eigentlich so richtig geil dynamisch. Ja. Jungs, Buletten! Laser! Sega! Oh Gott! Mein Laser ist überhaupt nicht unpräzise jetzt. Unhöflich? Deine Mutter ist unhöflich. Naja, aber wenn er trifft. Wenn er trifft, tut's weh. Diese Laserwaffe ist toll. Hey, sie hat die amerikanische Flagge als Muster. Ach du Scheiße. So, ich schick mal Wolf los. Tschu, 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 tschu. Ernsthaft, jetzt zitiert er schon Dirty Harry. Ich zitiere offenbar eine Menge. Aber Dirty Harry. Ist da was Schlimmes dran? Dirty Harry war cool. Claptrap nicht. Das ist unpraktisch. Have Lasers! Hol, wie sieht das aus? Zu viel Explosion. Was? Nein! Soll's ihn wiederbeleben. Das haben sie immer noch drin. Das Nachladen Priorität vor Wiederbeleben hat. Nee, nicht mal. Die stand jetzt nur gerade irgendwie schräg neben dir und er wollte nicht. Nein, stimmt nicht. Alles nur heiße Luft. Mal sehen, was sie zu unserem Elite-Checkpack sagen, Jungs. Ah, die zwei Spacken. Ich mag sie irgendwie. Red sieht irgendwie aus wie eine Toilette. Ich mag die zwei Spinner trotzdem. Da oben? Ich meine, der kleine Granaten. Ja, ich meine, das ist nett. Okay, das mit dem Organ rausfetzen trübt die Tasse, aber... Das ist weniger nett. Fang jetzt bloß nicht an zu tanzen! Schon wieder ein Level? Hä? Ich bin schon Level up! Ja, man levelt ja relativ ordentlich. Oh Gott, Kyro-Sachen setzen auch meine Schussrate runter? Level! Auch endlich mal ein Level. Ich weiß auch schon, worauf ich leveln werde. Jetzt habe ich eine Nahkampfsubroutine. Oh Gott. Ich habe auch mal durchgelesen, was die bringt. Das ist krank, weißt du? Wenn die aktiviert ist, habe ich zwar 25% weniger Waffenschaden, aber dafür plus 150 Nahkampfschaden. Ach, ich mache jetzt gerade was anderes Schönes. Was denn? Wolf hat jetzt Giftbolzen.
Giftbolzen? Korrosionsschaden. Dein Bot? Ja. Alter, ist auch cool. Das ist fies. Kiste, 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 Kiste. Dass sie hier einfach so rumliegt? Okay, ich den Granatenmod. Oder warte mal. Das sind ein paar gute. Wir haben zweimal dieselben, nur der eine ist mit Feuerschaden und der andere nicht. Ja gut, der Feuerschaden bringt eigentlich wirklich nur was, wenn du... Weil, lass mich mal ausrüsten. Ich nehme den auf jeden Fall. Ja, mir geht es in erster Linie mal so um die Damage, ja, da geht. Oh, ja. Jetzt wird's schön. Wow. Hier liegt was. Turmband. Ja. Ed und Billy saßen auf dem Baum. K-U-S-S. Nee, das ist total falsch. Was machst du denn, Billy? Nichts. Ich singe. Und darf ich die Kanone hier mitnehmen? Bitte, 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 bitte. Das Ding sieht ein bisschen aus wie eine Portal Gun. Ich will mitnehmen. Nimm mit. So, entweder eine Portal Gun oder eine dicke Rail Gun. Ching, ching. What is in the box? Stuff in the box. Was ist das denn jetzt für eine Marke? Scuff? Davon das ist die Banditenmarke. Die möchte ich doch. Wir im zweiten Teil ja auch sagen, eine Banditenmarke. Die möchte ich doch glatt mal ausprobieren. Was ist denn das? Also im zweiten Teil hatten die Banditen ja diese übertriebenen Magazine in ihren Marken drin. Ich merke schon, die haben jetzt hier nämlich auch ein ziemlich übertriebenes Magazin. Moment, warte mal, wechsel noch mal kurz eine Waffe. Okay, schieß mal kurz und lad nach. Oh, wie geil! Hä? Wenn du nachlädst, öffnet sich bei dir hinten eine Klappe, du greifst rein und holst ein Magazin raus. Warte mal. Ja! Ernsthaft? Du hast eine Müllklappe für Munition im Arsch. Wie cool! Oh, solche verspielten Sachen lieb ich. Ich hab eine Müllklappe im Arsch. Okay, warte kurz, ich möchte nur meine Waffe nochmal umrüsten. So. Eine Torknarre. Meins. Boah, cool. Oh, er hat Dämonen? Cool. Bin ich mal wundern, wenn sie den Joke auch noch bringen. Glaube ich nicht, der Film ist dafür ein bisschen zu unbekannt, meinst du nicht? Glaubst du? Die Muppets, die Schatzinsel? Der ist ein bisschen unbekannt für... Ach, die Muppets sind eigentlich relativ bekannt. Jesus. Boah, Sniper macht immer noch Spaß. Oh nein, du krabbelst ja nicht aus dem Müllschacht. Naja, vielleicht doch. Wow. Alter, während des Springs zu snipern, das ist schwer. Es gibt sogar ein Achievement, wenn du mit dem Sniper ohne Scope um 180 Grad springst und einen killst. Jetzt ernsthaft? Oder waren es 360 Grad? Also halt mit einer Volldrehung. Das versuche ich im Moment. Dann musst du halt wirklich no Scope killen. Warte. Ich hab das Achievement 360er ohne Zielrohr. Das ist ernsthaft ein Achievement. Hält das sogar beim ersten Mal? Geil. Beim zweiten Mal. Den ersten Schuss hab ich hier. Ich probier's nach wie vor. Ich krieg's nicht hin. Also entweder hopsen sie in der Botanik rum oder verrecken an was anderem. Kommst du nicht vorbei? Ja, die machen dich sowas von tot. Ach du Scheiße. Nein, sie war badass. Oh oh. Nautilus! Das Ding sieht aus wie Nautilus! Astronautilus! Kammerjäger nähert sich weiter, Red! Ich mag die Badasses! Tot! Ich sag dir tot! Ich mag die zwei! Oh Gott! Kyro! Ich habe also das Gefühl, Kopfschüsse wirken mal gar nicht. Beim Badass? Nein. Oh Gott, ich will hier weg. Ach Gott sei Dank, wirkt die Korrosion bei ihm.
Aua! Okay, Schild ist wieder da. Aua! Die Stimme. Weißt du, so ein voll der Riese und dann so, aua! Ich habe immer das Gefühl, hier liegen irgendwelche Dosen rum. Aber das sind immer die O2-Dinger. Warte mal, das Kabel führt dorthin? Warte mal, wo siehst du da ein Kabel? Das ist dann... Na, von hier aus dort lang? Das ist hier der Generator, oder? Ups. Ah, hier, gefunden! Ah, gut. Hab's abgeschaltet. Oh. Oh. Ich bin der legendäre Fischer. Nein, bist du nicht. Oh, doch. Du bist nicht mal Helene Fischer. Alter, das ist schon eine Beleidigung. Okay, du bist Helene Fischer. Besser? Das ist eine noch derbere Beleidigung. Dir kann man's nicht recht machen. Wie heißt nochmal dieses... Wie heißt das Lied nochmal von ihr? Keine Ahnung, die macht Lieder? Du meinst dieses... Wir reden doch von diesem einen grauenhaften Schlagerlied da. Helene Fischer, die olle Schlagereule, ja? Ja. Wahrscheinlich. Sie hat doch ein Lied gebracht, wo momentan jeder sagt, dass es grauenhaft ist. Und ich hab grad den Namen vergessen. Eines, das grauenhaft ist. Such dir eins aus, oder was kommt jetzt? Ich sehe da keinen Unterschied zu dem anderen Mist von Schlagerrollen. Ich habe ein Sprungpad gefunden. Hui! Sprungpad. Ein Elektrolaser im Angebot. By the way, soll man hier hoch? Wenn du hochkommst? Ich habe mich vermutlich. Ich habe mich nämlich hier gerade ein bisschen hochgemogelt. Ja, das kannst du ab und zu bringen. Ich habe aber das Gefühl, hier kommen wir noch anders hin irgendwie. Ich guck mich hier nochmal. Rap the Rap. Ich hab grad Hitchin Angst. Skill auf Blindzeit. Sorry. Für mich? Also hier Klassenmods bei Ninas Shop. Achso. Was hatten die da alles? Nahkampfschaden, Schadensresistenz? Aber natürlich nichts für mich. Der Mond ist nicht genug. Hui, da oben ist montiert irgendwas. Aber ich habe Angst, irgendwas zu triggern aus Versehen. Ach, da draußen bestimmt nicht. Na, wenn das so ist. Alter, die Schadenswerte von den Scuff-Granaten-Mods sind übertrieben. Scuff. 221 Schaden, ja. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Kapitalismus. Kapitalismus! Oh ne, ich lass sie erstmal so. Klick, klick. Ich guck nochmal, ob ich da oben nochmal irgendwie was finde. Netter Laser. Elektro. Elektrolaser? Mhm. Nice. Hat zwar nicht so den Schadensoutput, aber... Ich sag mal so, wenn die Dinger relativ schnell sind, ist das eigentlich ja egal. Ja, tackert ordentlich. Ich meine, ich kann hier hoch, aber... hier oben... Das ist so das echt Schlimme, wenn du so einen Entdeckerdrang hast. Ja, ich bin jetzt hier gerade hier oben, aber hier ist irgendwo nirgends was. Eine große Menge nichts. Aber es ist auch noch alles auf der Karte verzeichnet, also... Ich bin noch nicht aus dem Spiel raus, offenbar. Hier ist offenbar auch noch Land. Wo bin ich hier? Das unentdeckte Land. Ich sehe, es kommt gleich, gehe ich drauf. Nö, eigentlich nicht. Da kommen wir nachher sowieso zwangsläufig hin, wenn wir der Story folgen. Jetzt habe ich eher das Gefühl, ich komme nicht wieder zurück. Reich mir die Hand. Ich schlag dich gleich an die Wand. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Hau dir aufs Maul. Und kauf dir dann einen Gaul. Habe ich eine Waffenkiste da gefunden? Irgendwo, irgendwann. Ja,
Ja, Sauerstoff bei 50% ist schon gut. Ich habe eine Waffenkiste gefunden. Echt? Mhm. Oh. Ein Sniper. Nehme ich. Warte mal, ich komme mal zu dir. Wo bist denn du? Zu spät. Mich interessiert sowieso nur, wo du sie gefunden hast. Ah, ja, natürlich. Weißt du, ich durchsuche oben alles Mögliche. Ist hier noch irgendwo was? Moment, wo sollen wir jetzt... Tatsache, hier ist noch was. Achso, du bist jetzt zurückgegangen. Ist sogar noch ein Echo. Ein Echo. Geld. Süßer Lebenssaft. Da. Ja, wir sind hier. Wir haben den Leuten unsere neuen Deputy-Marken gezeigt. Was die super fanden. Klopf dir auf die Schulter, Freund. Lustig, mal auf dieser Seite des Gesetzes zu stehen. Sogar besser, denn so kriegt man Geld dafür, Leute abzuknallen. Ja, die Kerls können es kaum erwarten, auf jeden zu ballern, der sich blicken lässt. Oh, habe ich die Kniebuckel und die Dichlinge für meine Panzerung vergessen? Die was und die was? Die Teile für die Beine. Zu spät, Mann. Aber da schießt sowieso keiner hin. Au, na hoffentlich hast du recht, Freund. Das meine ich, das sind so geile Details. Was sind das für Leute? Du hast aber die Kiste übersehen. Was? Böser Shadow. Die leuchtet gerade so derbe hell bei mir. Die ist heilig. Wahrscheinlich, weil ich sie übersehen habe, wa? Ja. Brauche ich aber nichts von. So, also du hast jetzt die Info, wo ihre Schwachstelle ist. Knie. Ja, und das lieb ich so. Dass sie einfach mal so random irgendwas hinpacken für die Entdecker. Was sogar tatsächlich was bringt in dem Sinne. Ja, eben. Also, dass deine Entdeckungsdrang auch noch belohnt wird. Weil ich schätze mal, die, mit denen werden wir es gleich zu tun haben, mit den beiden. Yep. Und dementsprechend ist das irgendwo cool. Yep. Ah, yep. Nein. Nein. Das finde ich an Wilhelm so geil. Nein. Ich mag seine Einstellung. Nein. Doch. Nein, doch. Oh. Mon Dieu. So, ich möchte aber hier mit dir heute noch dahin hier, da. Heiliger. Hast du gerade deine Waffe nach mir geworfen? Endlich, ein anständiger, blutiger Kampf. Naja, ich hab gerade gegessen, aber let's boogie! Was? Was zur Hölle? Sind das beide zusammen? Ja. Aufs Knie. Voll auf die Kniescheibe. Frisslaser! Was? Er hat sich abgekoppelt. Wie fies! Alter, wie cool! Einhol! Wo ist er denn? Ach, hier. Oh Gott. Perfekt, auf Kniehöhe. Hab dich. Danke. Oh Gott! Schon wieder? Okay, ich hab den Kleinen. Oder ein Klein. Oh Gott. Sag mal, die lieben mich aber hier. Ja. Stealth Trap. Okay, kannst sagen, was du willst, aber das ist verdammt praktisch. Der Decoy ist geil. A la Zero. Was war denn das für Spinner? Scheiße, haut drauf. Schalt das Signal ab. Was waren das denn für Spinner? Scheiß da Hund drauf. Alter! Das war cool. Oh, die sind so schön abgefuckt. Ist da irgendwo ein Sprungpad? Nee, aber eine Treppe. Moment, wir müssen immer noch Treppen benutzen. Ja. Warum Treppen, wenn wir Sprungpads haben? Halt die Klappe und sammel Zeug auf. Ja, ja, ja. Boah, laute Schraddelkiste.
Ja, Treppe. Was gab's denn mit Schloss? Haben wir überhaupt was bekommen? Über die Knarre, die ich hier gerade in der Hand habe. Eine SMG. Oh. Und Mondstein? Sogar sehr gut. Ja, Mondstein haben wir gut bekommen, das stimmt. Den brauchen wir jetzt sogar. Moment, brauchen wir ihn brauchen? Naja, es wäre praktisch, wenn wir ihn benutzen können. Naja, Mondstein allgemein ist praktisch. Knarren. Du wirst gleich sehen, warum. Oh, das ist ein schöner. Hm, bedien dich. Ich glaube, ich renn mal hier mit rum. Weil das ist eine von diesen schönen Sachen, die ich mal erwähnt hatte. Oh. Eine Mondsteinkiste. Da habe ich gerade drauf geachtet, ich habe einfach getan gerade. Also so eine Kiste kostet 40 Mondsteine. So, die Knarre da oben dürfte dir gefallen. Die oben rechts? Mhm. Mondsteinbonus XP durch Kills? Yep. 30 Feinde Schilde zu Schilde ignorieren? Was sind das für Waffen? Die kannst du dir auch später selber am Grinder basteln. Du musst nur Mondstein mit ins Rezept geben. Das sind Mondsteineffekte. Ja. Moment, das bedeutet, wenn ich damit schieße, verbraucht's Mondstein oder was? Nein, die brauchst du einfach nur, um die Waffe zu craften. Der Effekt ist dann dauerhaft drauf. Aber man kann sowas offenbar auch finden. Ja. Eben in diesen Mondsteinkisten. Alter, und die sehen cool aus. Ich nehme mal die. Problem ist, ich möchte die eigentlich nicht benutzen, weil mehr Erfahrung. Das heißt, ich bin irgendwann dir überlevelt. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich also, mit dir auf einem Level bleiben. Nein, dann gebe ich dir am besten mal die, wo die Schilde ignoriert. Okay, das ist anders. Das geht auch, ja. Ist auch gar nicht mal schlecht. Vor allem mit Schimmel. Oh ja, die ist schön. Vor allem die Tarnfarben auf dem Ding. Allgemein die Farben auf dem Ding. So. Na toll, kaputt. Geh rauf aufs Dach, dort sollte eine Wartungskonsole sein. Aktiviere sie. Haben die hier einen fucking Plasma-Cutter reingejagt? Ach ja, jetzt kannst du dir ja mal so die Äxte von denen richtig angucken. Alter, die sehen echt aus wie so ein Plasma-Cutter. Wortwörtlich Cutter. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Hui, Laser! Laser! Ja. Zerstöre alle Sarpedan. Hör auf, den Mond mit einem verdammten Riesenlaser zu traktieren. Bist du total verrückt? Er hat schon wieder eine Waffenkiste übersehen. Weil ich hier ein paar Leute habe, deswegen. Waffenkiste gleich. Außerdem wo eine Waffenkiste? Ist eh nichts Tolles drin. Du hast sie trotzdem übersehen. Oh, du hast alles übersehen. Das heißt übersehen, Kronk. Der fliegt gut. Auf in die ewigen Weiten. To the moon! Schade. Naja, er ist auf dem Mond. Ich fühle mich vollendet! Alter, wie der Kleine abgeht. Ich hab eine Herausforderung! Lebst du oder stirbst du? Sollte ich hinkriegen, wenn der mir nicht aus dem Bildschirm tumbelt. Okay. Ne, meine Waffe wurde gerade irgendwie ignoriert. Kommst du her? Du scheiß Halo-Imitat. Alter, die Pistole ist krass. Mal davon abgesehen, dass sie ein verfickt großes Magazin hat. Alter, ein Magazin von 62? Das Ding ist krank. Laser, Motherfucker. Laser. Na gut, meine ist auch nicht besser. 31er.
Okay. Auch okay. Ja, wir haben Licht in der Helios, wir haben Sicherheitssysteme, wir haben Schnellreise. Belly? Verdammt, was ist da drüben los? Das Override-Signal ist abgebrochen. Wer zum Teufel ist das? Audio ist kompatibel mit der Stimme des Beriffs. Moment, du bist nicht Red oder Belly. Oh Mist. Der Beriff hat die ganze Zeit für Sarpedon gearbeitet. Oh, ja. Wir treffen uns in Concordia. Wir müssen mit dem Kerl reden. Ich habe Ihren verniedlichenden Gebrauch des Wortes reden gehört und verstanden. Immer mit der Ruhe. Wir tun ihm nichts, bis wir wissen, was mit ihm los ist. Alter, der Bürgermeister hat uns verarscht. Und der Beriff. Der Beriff. Klingt irgendwie immer noch wie ein türkisches Gericht. Immer noch, ne? Nee. Ah nee, da sollen wir lang. Nee, dann machen wir uns denn im nächsten Part, also beziehungsweise in diesem Part, genießen wir erstmal noch die Aussicht. Während Hol schon runterfällt. Wer fällt runter? Ich fall nicht runter. Trampolin? Bis zum nächsten Mal. Sehr, Leute. Tschüss.